Hallo Leute, ich bin es, euer Fliegi, und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Pokémon Blau. Nach der letzten sehr chaotischen Aufnahme, sag ich mal, habe ich offscreen ein bisschen meine Pokémon trainiert und ich zeige sie euch. So, das erste ist, mein Leonardo ist auf Level 35. Das hat am meisten profitiert vom Training, weil es die anderen Pokémon mit hochziehen musste. Die Attacken sind dieselben, Tackle bis Blubber Aquaknarre. So, dann habe ich Autry, mein Knofenser, auf Level 20 trainiert. Das ist halt mein Bisasam-Ersatz mit den Typen Pflanze Gift. Es kann jetzt Rankenhieb, Schlafpuder, Wickel und Giftpuder. Dann habe ich mein Taubsi alias Falco auf Level 17 trainiert. Es kann jetzt Windstoß, den blöden Sandwirbel. Geduld musste ich ihm ja als TM beibringen, weil ich keinen Platz hatte in meinem Itembeutel. Und es kann jetzt Ruckzuckhieb. Mein Beatrix ist jetzt auf Level 15, hat die Attacken Heuler, Tackle, Kratzer und den Giftstachel. Mein Mofra hat durch das Training profitiert. Es ist nämlich kein Raupi mehr, sondern ein Saftkorn auf Level 9. Es kann Tackle und Fahnenschuss. Shenlong hat hier eigentlich nicht vor, ins Team aufzunehmen. Ist jetzt nur vorübergehend dabei. Hat auch Level 15 mittlerweile. Kann jetzt neben dem Platscher auch noch Tackle. Und hier habe ich ja in der letzten Aufnahme aufgehört. Ich laufe hier mal ein bisschen rum, währenddem ich erzähle und bekämpfe Pokémon. Denn es gibt etwas zu tun. Dafür muss ich ganz kurz wechseln. Autry kommt nach vorne. So. Ich habe hier ja das Mauzi gehabt und es aus Versehen mit Aquaknarre besiegt. Es ist auch eigentlich kein Muss, es für mich zu fangen. Aber ich wollte, bevor ich in die nächste Stadt gehe, hier meine Pokémon noch alle um ein Level hoch trainieren. Nicht alle, aber ein paar. Und in der Zeit euch etwas erzählen, nämlich ich habe, ja, was ich sagen wollte, ich wollte mich nochmal entschuldigen für die Anfangsfails mit der Steuerung und mit dem Kampf gegen Gary und auch, dass im letzten Part mir plötzlich dieser Tonfail unterlaufen ist, wo ich mich nochmal bei Don bedanken muss, dass er schnell ins Aufnahmezimmer gekommen ist und sich darum gekümmert hat, dass der Ton wieder funktioniert. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für euch und ihr verzeiht mir, weil wie gesagt, das ist meine erste eigene Aufnahme und man ist natürlich auch ein bisschen nervös. Und ich hoffe, es hat euch allen so gefallen, wie ich die ersten beiden Aufnahmen durchgeboxt habe. Ich hoffe, dass vielleicht auch schon ein paar Kommentare unter den Videos stehen, die mir ein bisschen weiterhelfen. Und ich habe jetzt in der heutigen Aufnahme vor, natürlich auch einiges zu schaffen. Aber vorher, wie gesagt, ich möchte drei Pokémon ein Level abgeben. Und ich habe mir das so gedacht, ich suche hier jetzt noch ein bisschen rum und versuche die drei Pokémon ein Level hoch zu pushen. Denn es lohnt sich. Deswegen habe ich ja auch extra offscreen trainiert, nicht zu weit, damit die Pokémon nicht, also sich entwickeln außerhalb der Aufnahme. Bei Mofra ging es jetzt leider nicht anders, weil es sich schon ziemlich früh weiterentwickelt. Aber ihr alle kennt ja Saftkorn, deswegen dachte ich mir, ist das bei Mofra okay. Aber die anderen Entwicklungen wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen habe ich auch alle Pokémon so trainiert, dass sie ein Level vor ihrer Entwicklung stehen, bis auf mein Carpador alias Shenlong. Das brauche ich nämlich noch 5 Level, aber wie gesagt, das ist ja nicht als festes Teammitglied gepaart. Paaren klappt ja hier noch nicht. Das geht ja erst seit der zweiten Gen. So, ich bekämpfe hier weiter fröhlich das Taubsi und habe immer noch kein Mauzi gefunden. Das ist sehr schade, weil eigentlich wollte ich dem Mauzi einen lustigen Spitznamen geben. Einfach nochmal als kleines Danke an den Don, weil er findet Mauzi so, so cool. Da dachte ich mir, muss ich mich auf jeden Fall darum bemühen, ein Mauzi zu fangen. Aber es wird natürlich nicht nach dem Don benannt. Jetzt nicht, dass er sich denkt, was hat er denn da geplant? Nein, nein, ich habe einen anderen Namen für ihn, den er ganz lustig finden würde. Denn ein anderes Pokémon ist schon geplant, den Spitznamen des Don Marcy zu tragen, aber das kommt an späterer Stelle.
Und wenn ihr Wünsche habt, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ein Pokémon nach euch benannt wird, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich das rechtzeitig sehe, werde ich mich auch darum bemühen, es, wenn ich es finde, auch danach zu benennen. Oder wenn es euch egal ist, nach welches Pokémon nach euch benannt wird, dann schreibt es auch. Dann werde ich einfach das nächste, was ich noch nicht habe, nach euch benennen. Das ist kein Problem. Wobei ein paar Pokémon persönlich schon vergeben sind, sag ich mal, die Namen. Also ich habe immer meinen schlauen Notizzettel hier. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und die wollten auch Spitznamen haben und hatte ein paar Ideen auch so für mich und die wollte ich dann noch umsetzen. Und ich habe natürlich auch die Uhr im Blick. Wenn das hier länger als 10 Minuten dauert mit dem Hochleveln, dann werde ich natürlich die zweite Hälfte des Parts auch noch was anderes machen. Weil ich will jetzt hier auch nicht zu lange rumwurschteln, wenn es hier nicht weitergeht. Da mein Audrey gleich weg ist, werde ich mal auf meinen Beatrix wechseln und das zusätzlich zu Audrey leveln. Denn das Taubsi ist ja vergiftet, das heißt, es verliert sowieso nach und nach KP. Ja, ja, das Gift schadet Taubsi und Beatrix kann sich schön um den Rest kümmern mit Giftstachel. Da es ja ein Gift-Pokémon ist, macht Giftstachel natürlich mehr Damage und das Taubsi macht natürlich... Volltreffer, das hat mir nicht so gefallen. Naja, bleibt nicht aus. Okay, Giftstachel macht leider nicht so viel Damage, wie ich es mir erhofft hätte. Ja, ruhig. Ich glaube, dass, was ich vorhatte, dass die Pokémon hier ein Level aufsteigen, funktioniert nicht so, wie ich es dachte. Deswegen werde ich jetzt einfach Falco nochmal reinschmeißen und mit ihm das gegnerische Taubsi besiegen. Und wenn es dann nicht klappt, werde ich dann schon die Story weiterführen, weil... Im Laufe der nächsten Routen werden die Pokémon sowieso noch ein paar Level aufsteigen. Weil jetzt, wo ich sie hochtrainiert habe, kann ich sie auch öfter einwechseln. Das ist dann kein Problem. So, aber Audrey und Beatrix sind erstmal raus. Falco hat noch ein bisschen KP, also werde ich Falco nochmal an die Spitze setzen. Und hoffen, dass hier endlich ein Mauzi kommt. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Ein wildes Mauzi erscheint. Los, Falco! Ruckzuck hiebe es und bitte lass ihm ein paar KP übrig, damit ich es fangen kann. Sehr gut. Es sitzt Kratzer ein, was auch sonst. Dann kann ich nochmal den Windstoß hinterher und hoffe, dass es ein paar KP übrig behält. Und wenn nicht, dann war's das mit meiner Mauzi-Sucherei. Weil dann geht's mir echt auf den Senkel. Und deshalb behält ein paar KP übrig. Und an dieser Stelle kann ich euch zeigen, ich habe meine Items sortiert. Ich habe einige Sachen abgelegt, nämlich ich habe alle TMs abgelegt und fast alle Heiler bis auf den Paraheiler. Weil man nur eine bestimmte Anzahl an Items mitnehmen kann in Pokémon Rot und Blau. Wunderbar, Mauzi wurde gefangen, das gefällt mir doch. So, für Mauzi wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Mauzi, die Katze. Dieses Pokémon bewundert runde Objekte. Es sucht nachts auf den Straßen nach verlorenen Münzen. Möchtest du Mauzi einen Spitznamen geben? Genau, und dem Don zuliebe nenne ich... nicht N. So, nenne ich dieses Mauzi Opfer. Er weiß, was damit gemeint ist. Das ist ein kleiner Insider und ich hoffe, er wird sich darüber freuen. So, das heißt, das Mauzi ist gefangen. Es geht weiter... So, willkommen in Oralia City. Was? So eine Schweinerei. Nein, es ist Orania City. Und das erste, was ich hier machen werde, ist meine Pokémon heilen. So, ja, ich bitte dich, mach meine Pokémon wieder fit. Ja, 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 ja. Sehr gut. Da bin ich doch zufrieden. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Ich muss mich bedanken. Vielen Dank, Schwester Joy. So, was hast du denn zu sagen? Es stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen. Daher gibt es kein Universal-Pokémon. Ne, außer Arceus vielleicht. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Tja, deswegen immer ein Giftteil parat haben. So. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Genau, denn ein wildlebendes trainiert sich nicht selber. So, dann wollte ich etwas schauen. Fliege schaltet den PC ein. Nämlich auf Bilds PC. Die Verbindung zu Bilds PC wurde hergestellt. Ja, ja, ich weiß. Pokémon-Lagerungssystem. So, die Box wechseln.
Vor einem Boxpucker wird das Spiel gesichert. Einverstanden, ja? So, und zwar... wollt ihr mich verarschen? So, ich erstmal gucken. Pokémon mitnehmen wollte ich erstmal machen. Das Spiel will mich veräppeln. Ich muss erst ein Pokémon ablegen. Das ist Shenlong, was ich ja sowieso nicht fest im Team haben will. Shenlong wurde in Box 1 transferiert. Dann auf Pokémon mitnehmen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pokémon. Okay, man kann nämlich nur 20 Pokémon in der Box haben. Und wenn man dann das 21. fangen will, funktioniert das nicht, weil die Box voll ist. In Pokémon Blau muss ich für mich die Box wechseln, sobald ich merke, okay, es sind 20 Pokémon drin, sonst kann ich keine mehr fangen. Deswegen, hoffentlich merke ich mir, dass ich 8 Pokémon auf der Box habe. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Jo! Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und gehe angeln, junger Freund. Fliege erhält eine Angel. Danke. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Jo, das werde ich tun und ich werde die Angel direkt vor deinem Haus einmal ausprobieren, denn ich will ja auch, wenn möglich, alles zeigen. Angel, okay. Fliege setzt Angel ein. Ah, ich habe A gedrückt. Oh, da hat etwas angebissen. Und was ist es? Bestimmt ein Carpador. Was sonst? Und es ist ein Carpador. Auf welchem Level? Das gefangene Carpador greift an. Level 5. Das ist lame. Das ist richtig lame. Mofra, du hast das niedrigste Level. Du darfst dieses Carpador wegbashen. Denn unser erster Fang wird gekillt. Also die Augen von Mofra sehen schon ein bisschen psychomäßig aus, muss ich sagen. Egal, Tackle ist weg. Ja, setz ruhig Platscher ein. Platscher bringt hier gar nichts. Okay, das kann nur ein bisschen dauern. Das ist ja nicht schlimm. In der Zeit schaue ich, Technik läuft. Das freut mich. Ihr wisst ja, was ich hier manchmal für Fails habe. Es tut mir nochmal leid. Aber das gehört alles dazu. Ihr habt euch bestimmt sowieso ins Fäustchen gelacht. Denkt sich, hey, der alte Fliege, der kann gar nichts. Ich kann das tausendmal besser. So, Carpador wurde besiegt. Ja, 7 EP, ich danke euch. So, was sagst du denn? Hast du gesehen? Die MSN ankert im Hafen! Nee, habe ich noch nicht gesehen, soweit war ich noch nicht. So, was ist mit dir? Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Es entwickelt sich eigentlich auf einem bestimmten Level und nicht im Gift, aber egal. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Echt? Mashok, Mashok! Ein Mashok ebnet das Land. Dann viel Spaß, liebes Mashok. Da ist der Markt. Was haben wir hier? Ein Zerschneiderbusch. Da komme ich noch nicht durch. Ein Mädchen. Besitzt du ein Habitat? Willst du es gegen Porenta tauschen? Nein, ich habe zwar... Schade. Nein, quatsch mich nicht voll. Ich habe zwar ein Habitat, aber ich will dein hässliches Porenta nicht haben. Denn ich finde Porenta jetzt nicht so cool. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen komisch. Pokémon Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Ja, dann direkt rein da. Wow, wow, wow. Was geht hier ab? Jurob! Okay, du hast ein Jurob. Willst du es mir geben? Pikachu! Ein Pikachu hätte ich auch gern. Hat mein Pikachu nicht einen wunderschönen Schweif? Bitte sprich mich nicht nochmal. Du meine Güte! Mein Jurob ist viel hübscher! Ja, als du! Spreche erst den Alten an. Erstmal gucken, was hier ist. Hört anderen Trainern aufmerksam zu. Ich würde gerne den anderen Trainern aufmerksam zuhören. Aber ich muss sagen, wundert euch nicht, dass ich nicht oft auf die Leute und auf die Trainer eingehe. Die Sprüche, die die hier einen um die Ohren hauen, sind so random und manchmal so langweilig. Was soll ich denn dazu sagen? Jetzt erzähl mir nichts Interessantes. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Dann spreche ich ihn an. Weil oft wiederholen sich auch die Sätze der Trainer, die man bekämpft und besiegt. Und das ist sehr schade, finde ich. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Jo! Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend.
Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich, ich liebe es, wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend, ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf, danke, dass du mir zugehört hast, nimm dieses Geschenk von mir, Fliege erhält den Rat, boom, yeah. Du erhältst dafür ein Fahrrad, sorge dich nicht um mich, ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Alter Schwede, du alter Galopper-Fetischist, lass mich bloß in Ruhe, ey. So, was haben wir denn hier? Orania City, Pokémon Arena, Arenaleiter Major Bob, der blitzschnelle Arenaleiter. Genau, denn Major Bob setzt Elektro-Pokémon ein. Deswegen habe ich die anderen Pokémon ein bisschen trainiert, weil mein Falco und mein Leonardo können mit ihrem Typnachteil da nicht viel reißen. Taubsi! Okay, du hast ein Taubsi. Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saffronia City im Norden bringen. Mir schnuppe, mach was du willst. Ich ziehe weiter und gehe einmal in den Markt und schaue mich so um. Was hast du? Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Das Team Rocket macht mit seltenen Pokémon Geschäfte. Die Pokémon ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgesetzt. Aha, die Pokémon. Okay. So, was hast du mir zu sagen? Pokémon können gut oder böse sein, das hängt ganz von ihrem Trainer ab. Meine Pokémon sind gut, genau wie ich. Haha. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, ich will was kaufen, schau dich in Ruhe um und ich weiß natürlich nicht, wie viele Pokebälle ich habe und so. Pokebälle kaufe ich mir 7 und 3 Tränke. Okay. Kauf. Schau dich in Ruhe um. Pokebälle 7. Das macht dann 1400 P. Das nehme ich hier. Bitte sehr. Vielen Dank. Und Supertränke habe ich gesagt, kaufe ich 3. Immer her damit. Supertrank. Das macht dann so und so. Ja. Und da der Arenaleiter hier ein Elektro-Arenaleiter ist, kaufe ich mir nochmal 2 Paraheiler oben drauf. Man kann ja nie wissen. Hier, bitte sehr, vielen Dank. Dankeschön. Schade, dass in der ersten Gen die Shops, also die Pokémon-Märkte und die Pokémon-Center getrennt voneinander liegen. Das finde ich ein bisschen blöd. Da unten geht es zur MSN. Hier ist noch ein Weg, den ich euch zeigen möchte. Das ist cool. Dicta hat einen Tunnel gegraben. Er führt direkt nach Vertani. Ja, City, Ausrufezeichen. Ja, ich liebe diese Musik in diesem... Oh, bevor ich weitergehe, muss Audrey nach vorne, denn die Pokémon, die hier auftauchen, haben einen Typ-Nachteil gegenüber Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Deswegen werde ich hier meinen Audrey trainieren. Und es ist ein Dicta! Ein sehr komisches Maulwurf-Pokémon, von dem viele wissen wollen, wie es wohl unter der Erde aussieht. Ich würde es mir eigentlich nicht vorstellen, weil wer weiß wie, wenn... Oh, die Attacke ist sehr effektiv, ist auf einen Statur, korrekt. Audrey hat Erfahrungspunkte, weil es basiert auf einem Maulwurf. Das heißt, theoretisch müsste es ja Klauen und so haben, um sich durch die Erde zu kramen. Aber es würde bei Dicta sehr, sehr komisch aussehen, ich weiß nicht. Dicta, ich finde es cool, also es ist halt eins der Pokémon, die ich eigentlich mag. Aber trotzdem, alles was da drunter ist, bitte nicht. Nein. So, auf Level 19. Hoffentlich bringt... Alter, was? Dicta gräbt sich ein. Mein Rankenhieb. Der Schaufler ist nämlich in der ersten Gen noch eine Attacke, die 100 Genauigkeit und 100 Stärke hat. Das wurde ja nachher geändert. Bei Pokémon X und Y hat sie nämlich nur noch eine Stärke von 80. Die Attacke ist sehr effektiv und ich werde es fangen, weil es kann Schaufler. Das wird mir in der... Ach, bin ich blöd. Die Pokébälle waren ganz oben. Das wird mir in der Elektro-Arena sehr, sehr helfen. Los, Dicta, komm in mein Team. Wunderbar, Dicta wurde gefangen. Für Dicta wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Dicta, der Maulwurf. Dieses Pokémon lebt einen Meter unter der Erde. Es frisst Wurzeln und kommt selten an die Oberfläche. Möchtest du Dicta einen Spitznamen geben? Ja. Da es ein Maulwurf ist, nenne ich ihn natürlich Monty, passend nach dem Maulwurf-Gegner, den man kennt aus Super Mario. So, Monty, willkommen im Team.